Liebe Eisenbahnerinnen, liebe Eisenbahner, vor euch steht ein stolzer Bundesvorsitzender. Stolz über solche Mitglieder. Stolz über die Qualität unseres Arbeitskampfes. Stolz über die bisherige Solidarisierung untereinander und dankbar für das, was ihr für unsere gemeinsame Sache bisher getan habt. Ich danke all denjenigen, die in der Organisation, in den Streikleitungen, bei der Beschaffung von Verpflegung und mitgeholfen haben. Ich danke all denjenigen, die dafür gesorgt haben, dass die Streikbeteiligung so hoch ist. Mein besonderer Dank gilt heute einer Gruppe, die momentan noch nicht zu sehr groß ist, aber die ich durchaus gern als Helden bezeichnen möchte. Die heldenhaft Streikenden in der Infrastruktur, in den Werkstätten, im modernsten Rangierbahnhof in Halle, diese möchte ich ganz besonders hervorheben. Es ist euch gelungen, ein deutliches Zeichen in Richtung Arbeitgeber zu setzen. Und wir wissen, welcher Druck auf euch ausgeübt worden ist. Wir wissen, wie man euch angegangen hat. Die Tatsache, dass ihr abgelöst worden seid zum späteren Zeitpunkt, muss niemanden betrüben. Wir sind insgesamt gesehen mit der Kampfkraft der Lokomotivführer hervorragend aufgestellt. Aber wir freuen uns natürlich erstens über das deutliche Zeichen der Beteiligten, die wir bisher in den Betrieben nicht vertreten haben. Und wir freuen uns darüber, dass es mutige Menschen gibt, die ihren Arbeits- und Berufskollegen gegenüber auch ein deutliches Zeichen setzen. Es muss Schluss sein mit Interessenlosigkeit. Es muss Schluss sein mit Ja-Sagerei. Es muss Schluss sein mit dem Griff in die Taschen der kleinen Leute. Wir sind systemrelevant. Die Eisenbahnerinnen und Eisenbahner, die in Deutschland das Eisenbahnsystem rocken, die sind systemrelevant. Nicht die Belle Etage, die zu Hause sitzt und dann davon träumt, Boni zu bekommen. Das bleibt unser gemeinsames Ziel. Erhöhung der Einkommen, Schutz der Betriebsrente, Corona-Prämie, Verbesserung von Arbeitszeiten und Tarifverträge für die gesamte Infrastruktur, für Netz, für Station und Service und für die Werkstätten. Und die Anzahl der eingetretenen Mitglieder ist wesentlich höher als die jetzt vorhandene Anzahl der Streikenden. Auch das ist die Realität. Völlig normal. Unter bestimmten Bedingungen hat es vielleicht keinen Sinn gemacht, Flagge zu zeigen. Trotzdem sind es GDL-Mitglieder. Und trotzdem haben sie einen Anspruch darauf, von uns tarifpolitisch und auch eisenbahnpolitisch vertreten zu werden. Tarifpolitik kommt zuerst. Eisenbahnpolitik machen wir zum späteren Zeitpunkt. Das ist die eine Komponente. Die andere Komponente erlebt ihr alle in der Berichterstattung. X-mal wird wiederholt, es wäre ein politischer Streik. Wir sagen klar, nein, ist es nicht. Und wenn es das wäre, dann hätte uns schon lange eine einstweilige Verfügung vor dem Arbeitsgericht in Deutschland unsere Arbeitskampfmaßnahmen untersagt. Bisher haben wir alles richtig gemacht. Die Verantwortlichen in der GDL und auch die uns begleitenden Juristen haben sehr wohl bedacht die Kampfforderungen, die Streikforderungen in den Vordergrund gestellt. Ja, wir machen auch Politik, aber nicht im Augenblick. Und die Frage des TEG ist für diese GDL entschieden. Wir haben entschieden, und zwar im Frühjahr diesen Jahres, bevor wir die Forderung am 5. März zugesandt haben, dass es für diese Organisation nur den einen Weg geben kann. Anerkenntnis des TEG als Faktum, das da ist, unabhängig der Frage, ob wir es gerichtlich weiter angreifen, und Schaffung von Mehrheiten an Mitgliedern in allen Betrieben, die mit dem Eisenbahnsystem systemrelevant zusammenhängen. Das ist unsere Zielsetzung. Die kann uns niemand verbieten, die ist auch nicht politisch, sondern die ist gewerkschaftlich, die ist solidarisch. Und die ist geprägt davon, dass wir die Alternative, die uns das Gesetz TEG an der Stelle lässt, ergreifen und sie in die Tat umsetzen. Wer will uns zum Vorwurf machen, dass wir Mitglieder stärken, Mitglieder organisieren, dass wir den Organisationsgrad der Gewerkschaften im Eisenbahnsystem tatsächlich erhöhen? Niemand hat uns das zu verwehren. Und deswegen rufe ich alle Eisenbahnerinnen und Eisenbahner auf. Entscheidet euch. Seht, wo die Fakten liegen. Seht, wo diejenigen sind, die für eure Interessen kämpfen, obwohl ihr euch noch nicht alle entschieden habt, in unserer Organisation zu sein. Wir kämpfen auch für eure Betriebsrente.
Und wir werden Tarifverträge umsetzen, die am Ende des Tages auch die Berufsgruppen erfassen, die wir bis jetzt noch nicht tarifiert haben. Das ist unsere Zielsetzung. Und natürlich seid ihr diejenigen, die das auch mitentscheiden. Denn die Frage, wenn tatsächlich gerichtsfest in den Betrieben die Zählung stattfindet, sehen wir uns A, in den Transportbereichen so gut aufgestellt, dass nichts von dem Lügenmärchen der EVG und der DB AG übrig bleibt. Und B, im Wettbewerbsmarkt sind wir schon lange durch. Das Thema ist gegessen. Dort haben wir die Mehrheiten in fast allen Betrieben. Und von daher ist uns nicht bange, dass wir auch die Mehrheit in den Betrieben der Infrastruktur, Station und Service und in den Werkstätten anstreben. Hat etwas mit unserer Verantwortung für das Gesamtsystem zu tun. Wir sind uns sicher, dass ein Weiter-so für das Eisenbahnsystem schädlich ist. Wir sind uns sicher, dass die Mitbestimmung auf der Ebene der Aktiengesellschaften nicht von Ja-Sagerei geprägt werden muss, sondern von offenem und auch aggressivem Dagegenhalten gegen Fehlentwicklung, gegen Erhöhung von Boni, gegen Systeme in Altersversorgungshöhen von 20.000 Euro, gegen Fehlentwicklung mit Investitionen im Ausland. All das wird die Zukunft weisen. Auch hier haben wir einen langen Atem und sind sicher, dass wir in dieser Tarifrunde mit den tariflichen Forderungen nur bedingt in einem ersten Schritt zu einem Ergebnis kommen können. Von daher, beteiligt euch, werdet Mitglied in der GDL. Hier stehen diejenigen, die bereit sind, solidarisch mit euch für bessere Tarifverträge zu kämpfen. Recht herzlichen Dank für diese erste Arbeitskampfmaßnahme. Wir machen eine Protestveranstaltung am 17. August, 13.30 Uhr in Berlin. Ich bitte um Verständnis, dass wir nicht so viele, wie sich vielleicht beteiligen möchten, in Berlin begrüßen können. Wir haben klare Auflagen für die Corona-Regeln und sind deshalb in der Anzahl limitiert. Danke für eure Solidarität. Sollten wir wieder Arbeitskampf machen müssen, bin ich felsenfest davon überzeugt, dass ihr dazu steht und dass ihr heldenhaft aufsteht. Im Namen des Geschäftsführenden Vorstandes und des Hauptvorstandes der GDL geht mein Dank, mein herzlicher Dank an alle Eisenbahnerinnen und Eisenbahner.